So, ich muss da jetzt, glaube ich, noch mal hoch. Was schon wieder, Herr Hausmeister? Sie wissen doch aber, was gerade passiert ist. Ja, ist gut. Herr Hausmeister, Sie wissen, ich sage es ungern, ne? Ja, ich weiß es. Obwohl, vielleicht kriege ich das Seil auch so ab. Oh, endlich bin ich wieder auf der Erde. Oh. Dafür steht es trotzdem 1:0 für Klasse 3. Der nächste ist aus der Klasse 5, Christoph. Boah, muss ich jetzt auch noch da hoch, Herr Krupp? Ja. Prima. Los, ich warte. Herr Hausmeister, Sie wissen schon, dass Sie da jetzt runter müssen. Ja, klar, ich muss da nicht runter. Klar. Ich bleibe hier oben stehen und mache die Anzeigetafel. Och, die geht doch automatisch. Echt? Wusste ich gar nicht. Okay, dann komme ich mal wieder langsam runter. Uah, Herr Krupp! Autsch! Das hat wehgetan. Kann ich mir vorstellen. Bis zum nächsten Mal, Herr Hausmeister. Hoffentlich heute nicht mehr. So, ihr müsst jetzt ausgleichen. Wenn nicht, dann nicht. Herr Krupp, er ist hingefallen. Okay, dann gibt das nochmal einen Punkt für Klasse 3. Klasse 3, unser nächstes Projekt ist Fußballspielen. Oh, da bin ich gut drinne. So, ihr zwei spielt gegeneinander. Oh, der Pfosten, Ronja. Schieß, Ronja! Klasse 3 steht jetzt 3:0. 3:0, damit ist beendet, entschieden. 3:0 endete es. Klasse 3 hat dieses Sportfest gewonnen. Kommt schon, wir müssen jetzt nach Hause. Ja, komm, wir kommen ja schon, Theo. So, ich mach dann mal für heute Feierabend. Es ist ja sowieso nichts mehr los, fast in der Schule. Nur noch das Sportfest, was dran ist. So, dann mal nach Hause. So kann man das auch machen, Theo. Uah, aua! Mensch, können Sie nicht aufpassen? Sie haben den Theo umgefahren. Uah, aua, Mann! Oh. Pass auf, Sie fahren ja gleich vor die Schule. Ich frag mich, wo der einen Führerschein gemacht hat. Hat er den Führerschein in Timbuktu gemacht oder was? Ich leg mal das Nagelband auf die Straße. Wenn er dann drüber fährt, dann wird es wehtun. Also an den Rappen. Da
wir ja jetzt hier keinen Pokal haben, machen wir noch eine letzte Runde. Und zwar das ist, wer sich am besten abwirft, hat gewonnen. Okay, los! Werf Ronja ab! Volltreffer! Voll auf Ronja! Und gleich danach sind alle anderen umgefallen. Also steht es jetzt 4-0. Geht's euch beiden überhaupt gut, oder? Nee, uns geht's gut. Ja, uns geht's gut. Michel, dir auch? Ja, okay. Wer ist denn hier heute Morgen in die Tür reingefahren, Christine? Weißt du das? Nö, weiß ich nicht, ob da jemand tatsächlich in die Tür reingefahren ist. Christine! Könnt ihr zwei nicht aufpassen? Guck mal, der schöne Pokal, der ist jetzt kaputt. Aber wenn du den auch mitten in den Weg stellst, was kann ich denn jetzt dafür? Damit hat Klasse 3 gewonnen. Applaus! Super, klasse habt ihr das gemacht.